Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde. Hier geht's weiter mit Assassin's Creed Valhalla auf der PlayStation 5, auf Trend 17 TV und euer T freut sich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos hier verpasst. So, wir unterhalten uns hier jetzt weiter. Ich hatte gebeten. Tat nur, was die Ehre gebot. Ja. Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Galen hat sich selbst getötet. Ja. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen. Doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Das verstehe ich. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, das finde ich cool. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Mit Sicherheit, meine Liebe. Ah, Birna habe ich ja verdächtigt. Erst. Ich hoffe, die hat mir das nicht übel genommen. Eivor! Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir. In deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Na klar. Du bist herzlich willkommen. Na klar. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Schön. Ja, nehmen wir Birna mit auf. Ist doch cool. So, Quest abgeschlossen. Wow, was für ein schönes Bild hier. Mega. So, die zwei Fertigkeitspunkte. Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Randvi. So, wir sollen zu Randvi. Aber erstmal schaue ich. Das ist der beste Angriff hier, dieser hier. Mal so nach vorne. Der ist richtig cool und effektiv. So, okay. Schauen wir mal eben mit den Punkten. Die kann man ja nochmal eben verteilen. Inventar. Haben wir da noch irgendwas, was wir verbessern können? Das kann man nur ändern. Das ist, klappt eigentlich ganz gut mit dem Schwert. Ich glaube, ich behalte das so. Köcherverbesserung. Da fehlt noch was. Mhm. Die Tasche. Können wir da irgendwas machen? Achso, da sollen wir reinschauen. Okay. Truhenschlüssel. Ut. Medaillon des Ordens der Ältesten. Heftig, wie viele Sachen ich habe. So, gehen wir mal in Fertigkeiten. Nein, ich will nicht raus. Ich will in die Fertigkeiten. So. Ja. Was haben wir hier denn Schönes? Kritische Treffer, kritischer Schaden. Das machen wir. Oh, wir haben noch einen.
Was haben wir hier? Nahkampf. Nehmen wir auch. Stärke 33 haben wir jetzt. Wow, das hat ja ganz gut gefunzt hier. So, auf wie geht's zum nächsten Abenteuer. Wo haben wir denn unser Boot? Ja, meine lieben Zuschauer, ich muss euch sagen, dieses Jahr war wirklich bis auf Resident Evil 8 eines der trostlosen Gaming-Years überhaupt. Also, ich war noch nie so, wie soll ich das mal sagen, spielelos, weil mir wirklich überhaupt nichts gefallen hat, was dieses Jahr rausgekommen ist. Bis auf eben, ja, das Resident Evil 8 war sehr cool, war ein sehr geiles Spiel, habe ich ja auch Let's Played. Könnt ihr euch auch auf dem Kanal hier anschauen. Das war ein richtig cooles Spiel. Aber sonst, ja, was ist sonst rausgekommen? Nix. Wirklich nur Müll. Also, Call of Duty und dieser ganze Mist, das interessiert mich einfach auch irgendwie nicht mehr so. Ist da ein Schatz? Oder was ist das hier? Moment, plündern. Komm, machen wir. Jawollo, komm, übernehmen. Jawoll, komm, das wird alles geplündert hier. So. Oh, der hat nicht mal ein Schild. Cool. Ja, was soll man denn hier eigentlich? Hier ist ja gar nichts. Da ist noch einer. So, plündern. Die haben ja gar nichts. Plündern. Hier ist nichts. Voll die Assi-Stadt. Den jetzt? Ich glaube, wir haben sie alle, ne? Das war's. Okidoki, weiter geht's. Ach, das ist gar nicht unser Boot. Mal wieder ran da. So. Kommen wir überhaupt wieder raus? Wir haben uns hier so festge... So Jungs, jetzt macht mal hin hier. Muss ich hier irgendwie freikämpfen. Ah, komm her hier. So, wo ist denn eigentlich die nächste Station hier jetzt? Ah, oh, hier müsste ich normalerweise auch noch synchronisieren. Und hier auch. Hier sind noch ein paar Sachen. Aber wir müssen hier jetzt hin. Rand wie. Boah, das ist aber weit, wa? Wäre eigentlich besser, hier lang zu fahren. So, Jungs, jetzt gib mal ein bisschen Gummi hier. Was ist das denn für ein Mist? Das muss kommen. Mal, kann ich das mit dem Boot irgendwas machen da? Wir kommen hier gar nicht wieder weg. Da kann man nichts machen. Plündern. Wir kommen hier gar nicht wieder weg mit dem Boot so.
Rückwärts müsste doch eigentlich gehen. Hier können wir nicht segeln. Komm hier nicht weg, du. Ihr müsst in die andere Richtung. So. Da ist trocken. Komm hier gar nicht wieder weg. Das wird, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ah, das ist aber echt doof hier. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Ja, das würde ich ja gerne. Komm hier nicht wieder weg. Das haben sie aber doof gemacht. So, gib mal, raus. Wir machen das anders. Wie weit ist das? Das machen wir mit dem Pferd. So, wo ist Plätze? So, komm her. Oh, komm. Ist das die richtige Richtung? Jo. So, das Pferd kann, glaube ich, nicht schwimmen, ne? Oder? Ah, richtige Richtung. Jups, perfekt. Machen wir das einfach so, egal. Irgendwie kommen wir schon an. So, Plätze. Derzeit nicht verfügbar, warum nicht? Da, jetzt kann man ihn wiederholen. So, komm, Plätze, weiter geht's. Mal gucken, dass ich hier einigermaßen richtig bin. Ich muss mich in Acht nehmen. Gut, Pech. Gott. Für den Mord wirst du bezahlt! Schauen, ob wir hier richtig sind. Ich muss eigentlich mehr in die Richtung hier. Ja. So, da können wir wieder. Hier noch ein Stück. Da lernen wir hier gleich mal die schöne Gegend kennen. Das blöde Boot sich nicht mehr lösen lässt. Was sollen wir machen, ne? So. Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Wenn wir hier jetzt rüber schwimmen. Ja. Ist ja eine ganze Ecke, ne? Aber mit dem Boot hätten wären wir jetzt auch nicht viel schneller gewesen. Kann ich das Boot eigentlich rufen? Langschiff rufen. Machen wir mal. Sind sie da schon? Das wäre ja mega. Das ist ja Hammer. Siehst du, so schnell kann man sich das Problem vom Hals schaffen. Sehr schön. So schnell sind wir wieder frei hier. So, mal gucken, dass wir hier. Wir fahren aber in die falsche Richtung. So müsste das richtig rum sein. Ne.
falsche Richtung. So. Hallo, du sollst dich drehen, Baby. Jawohl. Jetzt müsste es richtig rum sein. Mal gucken hier. Jo. Sehr schön. So. Segel hoch. So, das war, bevor ich mich da stundenlang abracker, dass ich dann mit dem Boot aus der Ecke rauskomme, machen wir das dann lieber so. So, ist jetzt eigentlich. Jo. Perfekt. Haben wir gleich noch ein bisschen das Land kennengelernt hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik ist wirklich schön hier. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Es könnte noch ein bisschen abwechslungsreicher sein. Also ich sag mal, die Hälfte des Spiels hätte gelangt von der Länge her und vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Aber wie gesagt, man, das sind alles Luxusprobleme. Es ist insgesamt schon ein sehr cooles Spiel. So. Wir machen später. Was ist hier los? Was ist hier passiert, wa? Askerate Fest. Wo denn? Ich sag's dir. Sei nicht dumm, Brun. Jeder weiß, dass Odin die wilde Jagd anführt. Eivor! Wer führt die wilde Jagd an? Odin. Warum? Ich erklärte ihm gerade Asgards Raid. Der will daraus doch wirklich einen Schönheitswettbewerb machen. Keinen Wettbewerb, einen Umzug. Ich dachte, wir könnten uns als Götter aus beiden Landen verkleiden. Vielleicht könntest du ihn anführen, Eivor. Asgards Raid ist keine Feier. An diesem Tag wird der Schleier zwischen den Welten dünn. Die Toten würden uns heimsuchen, wenn wir sie nicht ehrten. Sehr wahr. Und man sagt, die Götter kommen nach Midgard, um zu jagen. Tiere ebenso wie Menschen. Es wäre nicht klug, ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Weise von dir, den Zorn der Götter zu fürchten, Däne. Aber durch Versteckspiel wirst du der wilden Jagd nicht entkommen. Ich hatte dich doch gebeten, die Leute nicht zu belästigen, Onkel. Hast du dich etwa wieder an den Kräutern bedient? Vormunde mich nicht, du kleiner Wurm. Und nenn mich gefälligst Bruder Muckeswell wie die anderen auch. Niemand nennt dich so. Ich hab dich hier schon rumschleichen sehen, wie du überall deine Räuchertöpfe aufstellst. Im ganzen Dorf riecht es wie bei einer Seherin. Diese Töpfe stehen dort, wo der Stoff des Schleiers am schwächsten ist, sodass wir Bedrohungen sehen können, ehe sie über uns kommen. Tut mir leid, Eivor. Dauernd taucht er einfach auf, ohne Vorwarnung. Ich habe ihm erlaubt, bei mir zu wohnen, solange er hier ist. Du tust gut daran, gastfreundlich zu sein. Und wir sollten die wilde Jagd tatsächlich begehen. Menschen beider Glaubensrichtung fürchten sie. Und wie findest du, sollten wir Asgards Raid begehen, Eivor? Mit Prüfungen für Können und Stärke. Wie Tyrvis Bogenschießplatz. So zeigen wir ihnen, dass wir keine leichte Beute sind. Sveinar gestaltet ein weiteres Ereignis. Ihr letzter Wettstreit war ein voller Erfolg. Gut, richte ihr aus, wir nutzen es. Aber nicht als Feier, sondern als Vorbereitung auf die wilde Jagd. Sag's ihr selbst?
Du leitest doch die Vorbereitungen. Ich? Das habe ich nie. Und statte auch Gudmunds Huldigung der Toten einen Besuch ab. Sicher hast du das Schiff mitten in der Siedlung gesehen? Es ist mir aufgefallen, ja. Gut. Möge Odins Weisheit dich leiten. Also kein Umzug. Ich habe eine bessere Aufgabe für dich, Bron. Du richtest darüber, wessen Können die Götter beeindrucken wird. Du bist der Hüter der Marken. Ich werde der beste Richter sein, den du je gesehen hast, Eivor. Geh wegen der Marken zu Norwid. Sag ihm, ich schicke dich und komme später nach. Meine Kräuter lassen uns das... der irre Mönch ist cool. Aber du bist es, der als Anführer den Schleier durchqueren und die Geheimnisse der Anderwelt enthüllen muss. Ich habe nie zugesagt, Anführer. Vielleicht hätte ich Brun seinen Umzug lassen sollen. So. Auf der Jagd nach der Ehre. Askerites Herausforderung. Klingt ja wie ein Fuchs im Hühnerstall. Okay. Hallo, guten Tag, Alwyn. Guten Tag, Eivor. Ich habe gehört, du leitest das Herbstfest an. Ich freue mich schon aufs, wie heißt das nochmal? Asgard's Raid. Und ich leite nicht, ich rede nur mit Menschen. Keine falsche Bescheidenheit. Sicher spielst du eine größere Rolle, als dir klar ist. Oh, muss nicht sein. Du solltest Bruns Onkel im Auge behalten. Er lässt überall brennende Töpfe herumstehen. Ich weiß, er ist etwas eigenartig, vielleicht sogar verrückt. Aber ich meine, er hat ein gutes Herz. Ich sage auch nicht, dass er Böses im Schilde führt, aber Brun berichtete, er habe einmal eine Kirche niedergebrannt. Aus Versehen. Oh. Aus Versehen. Und vor kurzem sah ich ihn zu viel Kräuter gegessen. Die Arme voll beladen mit Zündholz. Er brennt den Wald nieder. Wo finde ich ihn? Folge dem Rauch. So, nehmen wir mal hier. Ach, hier kann man noch mit jemandem sprechen. Norwid, schön dich zu sehen. Ist das so? Warum hast du dann Brun geschickt, mir alle Marken abzunehmen? Ach, tut mir leid, Norwid. Ich hätte erst fragen sollen. Brun war so enttäuscht, dass es keinen Umzug gibt. Deswegen. Schon in Ordnung, Eivor. Ich mach doch nur Spaß. Möchtest du vielleicht einmal einen Blick auf meine Herbstauswahl werfen? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Immer wieder gerne. So, dann wollen wir mal den nächsten hier. Ist ja schön hier, ne? Mit den Laternen und so. Sieht nice aus. Tyrvi, wir brauchen einen fordernden Bogenschusswettbewerb. Dieser Schießstand prüft das Gespür eines Jägers, wann er schießen sollte und wann nicht. Wann soll ein Jäger denn nicht schießen? Stell dir vor, wir beide gehen zusammen jagen. Du trittst auf einen Zweig und ich schieße. Immer fake. Was wird wohl passieren? Ah, ich verstehe, was du meinst. In diesem Wettbewerb erhält man Punkte für das Treffen der richtigen Ziele und verliert Punkte bei den falschen. Klare Regeln. Obendrein ist die Zeit begrenzt, um es spannender zu machen. Willst du es versuchen? Nee, jetzt noch lass mal. Nicht. So, bereite ich auf die Welt. Was haben wir hier noch? Da hinten ist noch jemand. Eivor, schön dich zu sehen. Manche unserer Leute haben Angst vor der wilden Jagd. Ich will ihren Mut stärken, durch Wettbewerbe die Tapferkeit erfordern. Da habe ich genau das Richtige. Ich will, dass unsere Krieger das Gewirr der Schlacht nachempfinden. Sie werden im Nebel des Krieges kämpfen.
Nebel? Du meinst Rauch. Hat ein Mönch diese Feuerschalen gebracht? Ja, er erzählte irgendetwas von einem Schleier, das ich nicht verstand. Jedenfalls sind sie für einige Überraschungen gut. Inwiefern? Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Außerdem ist es für jeden anders. Würdest du es gerne einmal versuchen? Ja, das machen wir. Aber dann in der nächsten Folge, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp und sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, ihr Lieben. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.